Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute bei mir eingetroffen die Let the Sunshine Glossy Box Limited Edition bzw. die Edition Let the Sunshine. Boah, ist das schön. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Maibox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox habe ich selber im Abo und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das hier jetzt meine Kooperationsbox ist oder ob das die Glossybox ist, die ich regulär im Abo zugeschickt bekomme, weil ich ja ganz normal das für 12,50 Euro im Jahresabo, Monatsabo habe. Also, von vorne anfangen, Claudia. Monatlich zahle ich 12,50 Euro für diese Box, habe die im Jahresabo und bekomme sie aber gleichzeitig auch noch in der Kooperation zugeschickt, um sie hier vorzustellen. Ich glaube, dass das meine Kooperationsbox ist. Lege ich meine Hand nicht für ins Feuer. Ich mache aber auf jeden Fall eine Verlosung auch in diesem Video. Entweder gibt es dann eine Glossybox zu gewinnen, also ne, wenn ich da noch eine zweite von bekomme. Oder es gibt ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, findest du unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, und nachdem wir jetzt alle mal unten mich auf den positiv Abonnieren-Button gedrückt haben, was ich voll cool finden würde, können wir jetzt starten mit dem Unboxing. Ne? Sammy ist auch schon ganz hyped und ich bin ein bisschen wuselig, es tut mir leid. Also ich habe eben ein paar alte Fotos von mir mal durchgeguckt, so von 2002 bis 2009 oder so, habe ich mal die ganzen Fotoalben durchgeguckt. Fancy, ich sag euch das. Okay, also, Maibox. Ich habe im Mai Geburtstag, am 22. Mai werde ich 32 Jahre alt und deswegen sehe ich das auch ein ganz kleines bisschen als meine Geburtstagsedition, wenn ich ehrlich sein darf. Let the Sunshine, wer ein Träumchen. Wir haben hier draußen ein Wetter, was nicht mehr feierlich ist. Ich entferne jetzt diesen wunderschönen, ich muss das die ganze Zeit in die Kamera halten, weil ich dieses Design so schön finde, ne? Mensch, den Deckel mit diesem goldenen Gedönsen. Kann ich das irgendwie, seht ihr das? Fällt das runter? Ich hoffe nicht. Dann sehen wir das wenigstens nämlich noch ein bisschen im Hintergrund. Ne? Ich feiere das hart. Also ich kann mir natürlich auch Ewigkeiten das Thumbnail angucken, aber ist schon hübsch. So, wenn ich den Deckel entfernt habe, habe ich hier den Blick auf das Innere. Da haben wir einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da sind mittlerweile Spoiler drin. Deswegen möchte ich mich da nicht von Spoilern lassen und lese dann nichts draus vor. Und hier haben wir dann die Produkte drin. Sehr, sehr leicht dieses Mal. Mir gefällt aber dieses Sonnenthema, sage ich jetzt einfach mal. Es riecht zu weit nach nichts. Vielleicht mit sehr viel Fantasie, weil es halt gelb ist, riecht es sehr frisch, sommerlich und so ein bisschen nach Sonnencreme raus. Aber wirklich nur mit sehr viel Fantasie. Wir haben ein Seidenschleifchen, was ich jetzt einfach mal aufmache. Und genau, darunter befindet sich das Seidenpapier mit dem Klebi. Und dann machen wir mal auf und riskieren einen ersten Blick auf die Produkte. Also, was würde ich hier drin vermuten? Also tatsächlich, Let the Sunshine, ne? Irgendwelche Sonnenprodukte, entweder zur Sonnenprävention oder zur Sonnenpflege. Okay, wir gucken mal. Also ich sehe auf jeden Fall was mit Aloe Vera und ich sehe was gegen Blasen. Da bin ich jetzt nicht so... Okay, wir nehmen jetzt zuallererst mal den Elefanten aus dem Raum. Compeed Ferse Talon. Ja, also ich brauche sowas nicht in meinen Beautyboxen drin haben, ganz ehrlich. Denn das ist eine Beautybox, die mich normalerweise jeden Monat mit mindestens 5 verschiedenen Produkten aus den Bereichen pflegender und dekorativer Kosmetik überrascht. Da brauche ich keine Blasenpflaster drin haben. Ich meine, natürlich, es macht Sinn, weil jetzt ist die Zeit, wo man sich halt wieder neue Schuhe anzieht, also quasi die Frühlingsschuhe vom letzten Sommer wieder rauskramt, um dann sie wieder anzuziehen und halbwegs einlaufen zu müssen. Ja, natürlich kann es dazu kommen, dass man Blasen bekommt, aber meine Meinung, sowas gehört nicht in eine Beautybox, oder? Nee, schade, also zumal ich bin halt auch ehrlich, wenn ich Schuhe habe, ich habe komplizierte Füße. Ich habe Größe 41 und ich finde wenige Schuhe, die ich gerne mag, die ich optisch ansprechend finde und die halt auch gut sitzen. Und deswegen, wenn ich dann Schuhe habe, trage ich sie, bis sie mir von den Füßen fallen. Und das meine ich wirklich so, ne? Deswegen, ja, aber ja, alle Schuhe von mir sind aktuell eingelaufen. Das werde ich jetzt so nicht brauchen. Ist jetzt ein bisschen schade, ne? Also so fängt es jetzt an. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht so mit dem Thema wirklich in Verbindung gebracht. Es passt, wenn man sehr kreativ ist, schon dazu. Das nächste Produkt passt aber tatsächlich sehr dazu. Finde ich gut, von Ultrasun. Das ist eine Marke, die werden wir jetzt
so im Frühling vermehrt in den Beautyboxen finden, weil die sehr hochwertige und gute Sonnenpflegeprodukte anbieten. Und hier haben wir einen Lippenpflegestift von denen drin mit Lichtschutzfaktor 30, Lip Protection and Care. Und die trage ich auch sehr gerne. Also ich hatte auch letztens einen von Freiöl, also letztes Jahr, ne? Also einen so einen Lippenpflegestift mache ich dann ungefähr im Sommer leer. Das waren drei, das war cool, ne? Der ist mit Arganöl und Shea Butter und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man auch seine Lippen halt einschmiert. Also ich benutze sowieso Lichtschutzfaktor fürs Gesicht jeden Morgen und da habe ich Lichtschutzfaktor 50 plus und die Lippen sollten nicht vergessen werden, weil die sind mitunter am empfindlichsten und ich hatte auch schon das ein oder andere Mal Sonnenbrand auf den Lippen und das ist so unangenehm. Deswegen ist es ganz nice, dass der mit drin ist und sowas ist eigentlich auch recht hochpreisig, also von daher... Nüsse wieder freut Frauchen sich. Und der guckt mich hier gerade die ganze Zeit mit großen Augen an. Er weiß, dass Frauchen hier immer irgendwas für ihn hat. Hier habe ich jetzt so ein Bonbonglas. Und da in diesem Raum alles gemacht wird, um Sammy glücklich zu machen, bekommt er jetzt das ein oder andere Leckerli. Ne? Das sind noch so gesammelte Werke aus seinen Adventskalendern tatsächlich. Okay, das nächste, was ich hier drin habe, ist ebenfalls echt ein gutes Sonnenprodukt, würde ich mal so sagen. Von Mine Tan Body Skin Moisturizing After Sun Gel. Und das ist mit Aloe Vera und Niacinamiden. Also Aloe Vera ist ja immer sehr nice für die Haut. Niacinamide beruhigen, also von daher perfekt. Und da ich halt so ein Mensch bin, ich bin viel draußen. Gerade im Sommer, im Frühling, da bin ich sehr viel im Garten. Ich bin da viel am Machen und Tun. Und dann achte ich da nicht wirklich drauf, wie sehr die Sonne gerade knallt. Und das kann auch gerne mal passieren, dass ich dann in der größten Mittagssitze mich da irgendwo in den Garten flätze und Unkraut zupfe. Deswegen habe ich auch immer noch auf meinem Rücken so einen Kleiderbügel, so nennt mein Freund das freundlicherweise. Ich hatte nämlich so einen Sport-BH an und den sieht man halt immer noch. Der hat sich echt eingebrannt, das war nicht gesund. Und danach konnte ich auch nicht viel auf meiner Haut haben. Das heißt, das ist eine gute Geschichte. Ne? Das sollte man halt auch generell, nachdem man draußen war, abends dann verwenden, nachdem man geduscht hat oder so. Klar, natürlich vorher Lichtschutzfaktor und so verwenden, bevor man in die Sonne geht und das immer wieder auffrischen. Aber um dann quasi nachher noch die Schäden so gering wie möglich zu halten. So eine After-Sun-Geschichte ist nice. 50 ml sind hier drin. Doch, das wird auf jeden Fall eine Geschichte werden, die ich diesen Sommer ratzfatz leer haben werde. Und ich habe mir da letztes Jahr tatsächlich unsere Aloe Vera geschnappt, die jetzt leider mittlerweile nicht mehr vorhanden ist, weil ich sie aus Versehen draußen vergessen habe. Oh, das ist noch zu. Dann lasse ich es zu. Genau, unsere Aloe Vera habe ich mir geschnappt und habe dann die Blätter abgemacht. Ich mache es trotzdem auf. Und habe mir dann wirklich den puren Aloe Vera Saft auf die Haut gegeben, beziehungsweise mein Freund hat es drauf gemacht. Und das war das, was mir geholfen hat nur noch. Ne? Also ich konnte nichts anderes mehr haben. Ich hatte so Schmerzen. Also ich konnte gar nichts mehr. So, das gebe ich mir hier mal so ein bisschen drauf. Oh, das ist auch leicht grünlich. War irgendwie absehbar, aber ne? Genau, so schaut es aus. Riecht einfach sehr frisch, sehr angenehm. Ich bin immer sehr gespannt, wie klebrig solche Gele quasi werden und wie schnell die einziehen und so. Das ist mir immer recht wichtig, aber das zieht ein wie Wasser. Ist leicht klebrig jetzt so an meinen Fingern, aber nicht so, dass es macht. Ich kann das gerade nicht nachmachen. Fühlt sich gut an. Doch. Ne? Dies ist eine eingecremte Hand. Ist sie nicht wunderschön? Ja. Riecht auch angenehm. Doch, das mag ich. Das ist toll, das ist ein schönes Produkt, ne? Recovery After Sun Gel, kann man gut gebrauchen. So, das sind schon mal drei Produkte, die auf jeden Fall in den Sommer irgendwie reinpassen. Bei den Blasenpflastern müssen wir halt ein bisschen kreativer sein, müssen wir manchmal. Aber ich habe hier noch drei weitere Produkte in der Box. Einmal von Melusine Paris, das hatten wir auch schon das ein oder andere Mal in der Box von der Marke her. Hair Protection Elixir Solar Oil, Lichtschutzfaktor 20. Und hier haben wir drin 30 ml. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Produkt ist, was man sich in die Haare macht als Sonnenschutz. Was ich gut finde, weil ich habe sehr, also ich habe ja so lange Haare und blond und strohig werden die halt auch gerne mal. Sammy, was machst du denn da? Also falls ihr wackelt, ne? Wackelt ihr? Sammy hat sich gerade unter den Tisch gelegt. Ja, legst du da gut raus? Das ist super, ne? Das darf der auch. Deswegen kriegt er jetzt auch unter dem Tisch ein Leckerli. Ja. Hab's. Und genau. Deswegen auch meine Haare möchten gerne geschützt werden. Deswegen finde ich das nice. Doch, ist schön, ne? Was steht denn hier drauf? Ich gucke mal ins Heftchen, wo drin steht, was drin ist, ne? Was es da zu bieten hat. Okay, das ist auch ein Produkt, was alle drin haben. Genauso wie ein weiteres Produkt, was gleich noch kommt und auch diese After-Sun Lotion. Viele Beauty-Argumente sprechen für genau dieses Trockenöl. Es pflegt deine Mähne mit wertvollem Boriti-Öl.
Bietet dann Lichtschutzfaktor 20 UVA sowie UVB Sonnenschutz und duftet einfach herrlich zart nach Monoir. Super easy angewendet, schmilzt seine nicht fettende Textur sanft, trocknet schnell und sorgt gleichzeitig für ein gesund aussehendes, schönes Haar. Einige Tropfen entnehmen und auf feuchtem oder trockenem Haar in die Längen sowie Spitzen verteilen und einmassieren. Also nicht in den Ansatz halt, ne? Haar anschließend wie gewöhnt stylen. Also da kann ich doch mal eben kurz meine Haare aufmachen und dann können wir das reinmachen und dann gucken wir das mal an, weil meine Haare sind noch so nebelfeucht. Oh, sie waren den ganzen Tag im Bummel. Wer kennt's auch? Au. Aber da sind halt Invisibobbles immer eine ganz nice Kiste, weil das jetzt nicht so ist, dass meine Haare da jetzt rausgerissen werden. Das heißt, ich muss nur so ein bisschen wubbeln. Zack. Mähne befreit. So, man sieht es, ne? Also sie sind nicht wirklich trocken, aber sie sind auch nicht nass. Sie sind halt nebelfeucht. Genau, dann mache ich mir das mal einfach in die Hände und dann auf die Haare. Ich weiß nicht wie viel, einige Tropfen. Ich habe lange Haare. Achso, kann man schlicht zeigen. Ist ein Öl, Leute, ne? Ihr vertraut mir da, glaube ich. Wenn ich das jetzt so in meinen Händen verteile, dann kann ich das so zeigen. Da sind meine Hände jetzt ölig. Ja, und das riecht halt wirklich nach diesem Monoir. Ich weiß nicht, ich kenne Monoir tatsächlich von Monoir de Tahiti von Yves Rocher. Da hatte ich in meiner Jugendzeit nämlich mal ein Duschgel von. Ich hatte auch irgendwann nochmal sowas davon mit bei. Ui, die glänzen jetzt aber, ne? Das ist jetzt natürlich exzessiv. Nicht in die, ja, eben weil es ein Öl ist, besser nicht in den Ansatz geben. Das ist schon sehr strähnig jetzt natürlich, ne? Aber ich habe jetzt ja, wie gesagt, auch feuchte Haare. Aber das soll dann auch wohl pflegen. Momentau. Dann pfleg du mal vor dich hin. Momentau. Also ich mag das ja gerne, dass ich nach dem Duschen mir so ein bisschen was auch in die Haare reingebe tatsächlich. Macht so jetzt ein bisschen so ein, ich bin jetzt gerade aus dem Meer gesprungen Look, ne? Ja, jetzt habe ich aber immer noch was in den Händen. Es muss noch in die Haare. Ich will das, ich weiß nicht. Loswerden hier. So, gut. Ja, finde ich nett. Passt aber auf jeden Fall zum Sommer. Und schön finde ich auch diesen Lichtschutzfaktor 20. Ich bezweifle, ne, dadurch, dass ich das jetzt in die Haare gegeben habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes einzelne Haar damit getroffen habe. Aber es ist schon mal besser als nichts. Ne? Sagen wir mal, wie es ist. Aber wie gesagt, es sieht jetzt nun mal sehr strähnig aus. Im Sommer ist es wahrscheinlich eine ganz gute Kiste, wenn sowieso warm und so, ne? Und dann knallt der Kram da drauf. Sie kann nicht reden. Und dann, ne, ist es gut für die Haare, wenn du so ein Öl drin hast. So, dann habe ich hier das nächste Produkt. Das ist das dritte Produkt, was auch alle mit drin haben. Von Kia T London. Davon hatten wir schon öfters mal was mit dabei. Ne? Ein Highlighter hatten wir mal. Eine Lidschattenpalette in einem Adventskalender. Und das ist der Definer Liner. Schaut so aus. Dekorative Kosmetik finde ich immer sehr begrüßenswert und ich finde es auch schön, dass wir einen mit drin haben, denn bei dem Thema hätte ich erst so befürchtet, dass wir eben nichts Dekoratives mit dabei haben. Deswegen finde ich das gut. Wir haben auch Gott sei Dank bislang, toi toi toi, kein Bräunungsprodukt oder so mit dabei, da bin ich nämlich kein Fan von. Das hier kommt auf jeden Fall in mein Fullface Dekorative Kosmetik aus Mai. Habe ich hier irgendeine Farbbezeichnung oder so? Einfach nur so ein Perlmutt. Dunkel Champagnerfarben, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ist noch verschlossen. Oh, ich krieg sowas immer so schlecht auf, ne? Oh, ich krieg's vor allem so schlecht auf, ohne meine Fingernägel dann zu zerstören. Aber es geht. Ach so, ich wollte gerade sagen, hier riecht irgendwas komisch, aber hier stehen ja die Leckerlis auf dem Tisch. Da hat Claudinchen nicht aufgepasst. Okay, ja, und das ist halt immer die Sache, ne? Dann hast du hier den Deckel drin. Kann man so machen. So, das ist so ein herausdrehbarer Stift. Da guckt hier auch schon die Spitze raus. So. Und das kannst du halt super nehmen, um dein Auge zu umranden, deinen Eyeliner ein bisschen effektvoller zu gestalten, sage ich jetzt einfach mal. Fühlt sich sehr, sehr angenehm cremig an. Das ist jetzt übrigens auch die eingecremteren von eben. Das sieht schon schön aus. Kann man gegebenenfalls sogar, wenn er wirklich haltbar ist, was ich jetzt nicht weiß, vielleicht sogar aufs komplette Lid geben. Da muss ich mal gucken. Und ja, auf jeden Fall kann man sich den so innen aufgeben. Hier habe ich ein bisschen Mascara-Krümmel, läuft bei mir. Genau, dass man sich den hier so innen aufgibt, ne? Da, wo ich jetzt halt schon Lidschatten drauf habe, aber für den Alltag ist es vielleicht auch eine ganz schnelle Geschichte. Und ich mag das halt auch, wenn das so ein bisschen schimmernd ist und Shiny Piney, das ist meins. Also das finde ich cool, dass der auch mit bei ist. Kia T ist auch eine relativ hochpreisige Marke. Der kommt aber wieder in sein Tütchen, weil wenn ich mein Fullface Dekorative Kosmetik, upsala,
schminke, dann möchte ich auch meistens gerne die Umverpackung mit zeigen. So, und einen haben wir hier noch. Und zwar ist es eine relativ große Verpackung. Hydrating Hand Cleaner. Ja, Magic Mint 45 ml. Ja, also es ist ein Reinigungsspray nur für die Hände. 5 bis 6 Mal auf die Hände sprühen und trocken reiben, kühl lagern und vor auf UV-Strahlung schützen. Witzig, hier steht So Fresh, So Clean, so ein Siegel, aber das ist bei mir leider offen. So viel dazu. Ich weiß, dass nicht jeder sich jetzt darüber freuen wird. Also wenn man jetzt mal so weg von Corona denkt, ne, rein theoretisch, wir hätten kein Corona, sowas wäre drin, dann würde man sagen, okay, man ist unterwegs, vielleicht so in der Stadt, man hat gerade so einen Städtetrip gemacht oder wie auch immer, oder man hat, man ist am See und, ja, wobei, dann ist da auch Wasser. Man ist halt irgendwo unterwegs und hat nicht die Möglichkeit, sich zwischenzeitlich mal die Hände zu waschen. So, dann ist es ganz cool, wenn du sowas mit dabei hast, was dir einfach so ein bisschen zwischendurch die Hände wäscht, ne? Unter dem Aspekt von Corona ist es natürlich jetzt so ein bisschen, ja, die Realität, die gerade draußen auf uns wartet, ist kacke. Aber warum muss ich sowas in der Beautybox haben? Die Nicole Unbox Butterfly, Nicole hatte das letztens auch in einem ihrer Videos erwähnt, als wir sowas in der Box drin hatten. Ich kann ihr da nur zustimmen. Ich finde das auch wirklich schade. Also unter dem, es wäre kein Corona-Aspekt, wäre das irgendwie ganz nice, weil travel-friendly und so weiter, aber... Er passt in die Handtasche, ist ja recht schmal, ne? Aber jetzt mit Corona draußen unterwegs, ist halt eher uncool, ne? Aber gut, ich werde es verwenden oder mein Freund und dann wird man es halt auch aufbrauchen. Aber ja, gehört jetzt nicht unbedingt in die Beautybox. Aber ich meckere da nicht allzu viel, weil ich habe hier ja tatsächlich 3, 4, 5 Beauty-Produkte. Wobei das eine halt auch nicht so geil war, weil wir da ein Blasenpflaster hatten. Dennoch... Als kleines Fazit des Ganzen. Ich sage immer, wenn mir 3 von den 5 in der Box enthaltenen Produkte gefallen haben, ist es für mich eine Box, die sich gelohnt hat. So. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Ich mag definitiv den Eyeliner, ich mag das Haaröl, ich mag den Lippi, ich mag das Aftersun-Gedönsen. Also schon eine Box, wo ich sage, ja, es hat sich gelohnt. Man hätte ein bisschen mehr rausholen können vielleicht. Ja, irgendwie schon, ne? Weil das ist halt sehr... schon Richtung Sommer, ja, aber irgendwie, wenn ich so diese Box sehe, dann erwarte ich irgendwie irgendwas, ich weiß nicht genau was, aber irgendwas kabuff, kabäm, keine Ahnung, wir haben da Gold und es ist irgendwie alles so Sonne und es ist alles so imposant und dann hat man halt die Produkte drin, die doch eher von der Art und Weise her basic sind, die ich zwar verwenden werde, aber die doch irgendwie eher basic sind. Wisst ihr, was ich meine? Es ist jetzt ein bisschen schwer. Die Box flasht mich nicht. So kann man es sagen. Ich habe hier kein Wow-Produkt mit dabei. Ich habe schöne Produkte drin, ja. Aber ich habe kein Bam, Claudi ist vom Hocker gefallen Produkt mit dabei. So, das war es aber auch schon von mir. Denkt auf jeden Fall dran, dass ich in diesem Video, wie gesagt, entweder eine Box verlose, falls sie jetzt noch morgen, übermorgen demnächst mal ankommt. Ansonsten ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Und ja. Ich habe auch einen Code, den habe ich euch eben schon eingeblendet. Blende ich euch nochmal ein. Ja, das ist Claudia-RSQ müsste das sein. Da sparst du ein bisschen auf deine erste Box. Ich bekomme dadurch eine kleine Provision. Das ist so ein Freunde-Werben-Freunde-Code. Ne? Das heißt, irgendwie Freunde-Werben-Freunde halt. Das, jeder, der ein Glossybox-Abo hat, hat so einen Code. Egal, ob man jetzt hier so ein Video darüber dreht oder eben nicht. Und kann das dann entsprechend weiter kommunizieren. Ich kann dadurch Punkte sammeln und dann demnächst vergünstigt irgendwelche Special-Boxen bekommen. Und ja, genau. Das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!